Jawohl, dann, liebe Freunde, zum nächsten Scum Guide mit dem Thema Waffen und in diesem Fall der Flammenwerfer. Mit Scum 0.9 ist ja der Flammenwerfer mit rangekommen und nicht nur der Rager, sondern auch der Flammenwerfer. Sind tatsächlich mal ganz cool im Spiel wieder zu haben. Also das heißt wieder, beim Flammenwerfer ist das nicht so. Den findet ihr auch nicht, den könnt ihr nur selber craften. Den findet ihr sozusagen in dem Crafting-Menü. Flammenwerfer, seht denn hier, was ihr dafür braucht. Die Mats sind auch tatsächlich relativ überschaubar. Ne, ein bisschen Gummi, ein bisschen Klebeband, ein bisschen Draht, ein bisschen Feuerzeug, bababababab. Dieser ganze Kladderadatsch. Und ihr habt den Flammenwerfer. So, einmal am Schrottplatz gewesen, zack, Flammenwerfer in der Hand. So, der Flammenwerfer selber ist tatsächlich von der Optik her, finde ich, ja, die Flammen könnten noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Wie ihr seht, jetzt der Boden oder die Pflanzen interagieren damit noch nicht. Könnt euch auch eigentlich nicht damit selber verletzen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mal gucken, hier das Auto fängt dann an zu brennen. Oder wenn wir hier Items haben, zum Beispiel den Flammenwerfer selber, dann können wir hier den Flammenwerfer auch einmal kurz anburnen und repariert wird er selber dann mit dem Waffenreinigungsset, ganz logisch. Ne, denn eine Waffe geht ja nicht kaputt, sie wird nur dreckig. Also, und zum nächsten Punkt ist, hier haben wir dann den Benzinkanister. Der Benzinkanister ist dafür da, um das Benzin halt wieder aufzufüllen. Ne, es ist kein Gas, es ist Benzin im Flammenwerfer, damit das voll ist. Und wenn ihr dann hier wieder auf Check geht, seht ihr, der Flammenwerfer hat noch ein bisschen 99% Benzin drin. So, der Flammenwerfer tötet aber nicht sofort, daher testen wir jetzt einmal was. Die Verbrennungen, die werden irgendwann dann so schlimm, dass du dann irgendwann stirbst. Nicht nur du als Spieler, sondern auch die Puppets. Aber gucken wir doch einmal auch, wie es sich im Bunker verhält. Das ist nämlich auch ganz spannend, ob der Flammenwerfer hier drin denn dann Geräusch gemacht, ne? Weil der ist ja relativ leise. Aber wie ist denn das hier unten jetzt im Bunker? Wir gucken einmal. Und wer ja auch überhaupt gegen Puppets und Razer interagiert, wäre natürlich auch spannend zu wissen. Hier piept es schon. Warten wir mal ganz kurz, bis die Geräuschkulisse sozusagen weg ist. Und dann gehen wir ab in den Bunker. So, Geräusche relativ wenig. Razer wird nicht getriggert. Ich selber habe keine Verbrennung weiterhin. Aber wenn wir jetzt mal, jetzt sind wir drin im Bunker und machen mal den hier. Kein Puppet, kein Razer wird dadurch irgendwie getriggert. Und das ist eigentlich mal ganz nice. So, jetzt triggern wir aber mal einen Razer und gucken mal, wie er da agiert. Habe ich nicht so viel an, dass das natürlich ein bisschen dauert. Jetzt haben wir ihn da. Dann gucken wir doch mal. Oh, Razer auch down. Würde ich sagen, relativ easy, oder? Jetzt gucken wir mal kurz, wie nach so einer Behandlung jetzt hier der Benzinstand ist. Wir haben jetzt noch die Hälfte. So, das heißt, man könnte relativ gut mit dem Flammenwerfer auch in den Bunker gehen. Eigentlich relativ nice, oder? Also, ich finde, der ist tatsächlich besser als erwartet. Ja, aber damit war es dann auch schon wieder für diesen Guide, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Flammenwerfer findet. Und wenn ihr das gemacht habt, sagt ihr mir dann mal, ob er wirklich so nützlich ist oder nicht. Ich finde ihn bisher gar nicht mal so schlecht. Gerade aus dem Grund, weil er so günstig ist. Aber wenn euch das Video geholfen hat oder auch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ihr wisst, wie das läuft. Oder ihr kommt mal in den Livestream. Am Montag bin ich immer live auf Twitch. Da könnt ihr auch gerne schon mal ein Follow da lassen, damit ihr wisst, wann ich online komme. Ansonsten sehen wir uns alle im nächsten Video schon wieder. Und bis dahin, Freunde. Tschaußen.